Formeln oder irgendwas an den Wänden. Und schauen wir weiter. Suicide, or rather mass suicide. These nuts had some serious issues. Nothing of interest. Was für ein Interesse, okay. Ja. A diary. This will make interesting reading. Ja, das machen wir doch gleich mal. Gucken ins Tagebuch und Sammlung allgemeiner Indizien. Genau, Tagebuch eines Kultanhängers. 20. August 1915, also ungefähr einen Monat früher. Wir haben ihn jetzt 2 Monate lang beobachtet. Ich fühle, wie meine Vorfreude zunimmt, weil der Tag des Kontakts näher rückt. Victor hat seinen Plan, Mr. Walters zu uns zu bringen, noch nicht preisgegeben. Ich weiß nur, dass wir Erfolg haben müssen. Dem Anschein nach haben sie Erfolg gehabt, denn wir sind hier. Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, Mr. Walters, also Jack Walters, das sind wir. Ist ein bisschen komisch. Okay, 24. August. Die heutige Predigt war inspirierend. Victor erleuchtete uns mit einer Geschichte über die große Rasse, welche die Fesseln der Zeit überwand, um ihn in seinen Träumen aufzusuchen. Ja, klingt nach Drogen. Unter den bewussten Dingen auf dieser Erde und in den Tiefen der Meere sind wir nur die in einer größeren Ordnung. Ich kann nur hoffen, dass mir mein Glaube in diesen letzten Tagen beisteht, wenn unser Meister durch das Tor treten. 29. August. Die Experimente da unten haben einen weiteren von unserem Orden verschlungen. Experimente, sehr schön. Es war ein weiterer Freiwilliger benötigt, doch wir haben viel davon. Genau, doch wir haben viele davon. Es ist ein Segen, dass wir unsere Dienste anbieten können, wo doch sein Kommen so nah ist. Ja, das klingt nach dem typischen Gefasel eines fanatischen religiösen Kultes, nicht wahr? Irgendwie. 3. September. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und Victors Plan ist in Gang. Er wird bald eintreffen. Mittlerweile wird ihm bestimmt klar, was er wirklich ist, oder sich wenigstens über seine Begabung wundern. Begabung. Das... Ja, wir haben schon gemerkt, dass unser Victor die letzten 5 Fälle in Rekordzeit abgeschlossen hat. So, 6. September. Er ist gekommen. Nun beginnt es schließlich. Genau, das ist heute. Also können die alle dort noch nicht lange tot sein, so wie es aussieht. Genau, in unserem Tagebuch steht auch nichts sonst. Okay. Das klingt alles nicht sehr vertrauenerweckend. Aber naja, hier ist es auch wieder wirklich so dunkel, ich sehe jetzt selber nichts. Ja, jetzt ein paar Teppichfetzen, aber mehr auch wirklich nicht. Don't shoot, I'm unarmed. Ah, we've been expecting you, Mr. Wild. Eine tote Informationsquelle, sehr schön. Warum haben die das gemacht? Das ist doch scheiße. Hey, Kumpel. Ich meine. Ja, hey, was ist das denn? A key. Could come in handy. Gucken wir uns doch mal an. Schlüssel mit einem S. Genau, mit einem S umschafft. Okay. Du hast deinen Gegenstand aufgehoben. Öffne das Interface, um dir den Gegenstand mit seiner Beschreibung anzusehen. Markieren den Gegenstand und klicken ihn an, um ihn mit deiner Figur, einem Objekt oder allein zu verwenden. Okay. Machen wir. Allein verwenden macht, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht viel Sinn. So, ja, Munition. Der hier, der hat uns. Oh ja, den hat es böse erwischt. Der hat uns bestimmt das eine oder andere erzählen können. Genau, da drüben warten wir schon. Jetzt guckt man nochmal auf die andere Seite. It won't budge. It won't budge. Das werden wir noch oft hören. It won't open. It won't budge. Ja, das werden wir noch sehr oft hören. Aber gut, macht ja nur nichts. So. It's locked. Das ist immer noch abgeschlossen. So, ich benutze jetzt nochmal den Speicherstand und ich habe ja gesagt, das ist eine kleine Testaufnahme, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Ist wahrscheinlich immer noch dieselbe Folge für euch, wird nicht viel Zeit vergangen sein, aber ich habe mir nochmal das Material angeguckt und habe mir gedacht, meine Konstruktion taugt, also nehmen wir die so her. So, wir haben immer noch den Schlüssel im Inventar. Hier ist er.
It's locked. Und wollen immer noch die passende Tür dafür finden. Es gibt nicht mehr viele Türen, eigentlich nur noch diese. It's unlocked. Tada. So, gut. Was haben wir denn hier? Alles. Fotos. So wie es aussieht. Von uns. I don't understand. I mean, all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I gotta think. Okay, wir sehen, die Sicht verschwindet diesmal wieder. Und zwar richtig, weil er halt richtig wirklich auch Panik bekommt, ja. Was ist für Irre sind die in ewig langen Beobachtungen? Fire is still burning. It must have been lit recently, but it started to die down. So, hier hat er sogar unseren, haben sie sogar unsere, ja, unsere. What the hell is going on? It seems they've been tracking my movements. Zeitungsartikel und alles mögliche. Ja, wir waren oft in der Zeitung, haben sie ja gesagt. Genau, hier liegt ein Schlüssel. Another key. This should fit the door across the hall. Und da war ein Zettel dazu, wenn ich mich nicht irre, oder? Ein Silberschlüssel mit einem eingravierten L am Schaft. Ich glaube, da war. Da war er. Ja, Boston Globe, 20. August 1909. Erleuchtet oder dumm? Bostons merkwürdigste Kirche. Denjenigen unserer Leser, die in der Nähe ihres Hauptsitzes in einer normal aussehenden Bostoner Residenz wohnen, ist die Glaubensgemeinschaft in Youth oder wie auch immer der Name dieses Kultes ist, bekannt. Wer dieser mysteriösen, halbreligiösen Gruppe noch nie zuvor begegnet ist, benötigt eine einige erklärende Worte. So, da die religiöse Freiheit ein Teil des Fundaments darstellt, auf dem unser Land aufgebaut ist, kamen viele kleine religiöse Gruppen abseits der gängigen Glaubensrichtungen, um hier ihr Zuhause zu finden. Nicht gerade wenige von ihnen haben ihren Hauptsitz in Neuengland, wo die Pilger sich ein neues Zuhause frei von religiöser Verfolgung suchten. Aber es muss die Frage gestellt werden, wann ist der Punkt erreicht, an dem eine Religion zu einem Kult wird, um ihre vertrauensvollen Anhänger von den schuldlosen Nachbarn ganz zu schweigen zu opfern. Genau diese Frage wird in diesem Journal in Bezug auf die Glaubensgemeinschaften Youth aufgeworfen. In einer monatelangen Untersuchung haben unsere unerschrockenen Reporter die Wahrheit hinter dieser sogenannten Kirche sorgfältig ausfindig gemacht. Ihre Ursprünge sind mysteriös, was durch die Tatsache, dass die Anführer der Gruppe Interviews ablehnten und sich weigerten, bei unserer Untersuchung auf irgendeine Weise behilflich zu sein, verstärkt wird. Ja. Es scheint jedoch, dass die Glaubensgemeinschaft vor über 20 Jahren von einem gewissen Victor Holt gegründet wurde, basierend auf einer Offenbarung, die ihm jenseits dieser Welt zuteil wurde. Jenseits dieser Welt, ja. Holt wurde seit nahezu 6 Jahren nicht mehr gesehen. Seine Anhänger sind offensichtlich der Meinung, dass er mit den geheimnisvollen Kräften hinter seinem Glauben kommuniziert und in Kürze mit neuen Erkenntnissen und Lehren zurückkehren wird. Ja, schon komisch, dass man den nicht mehr... Naja, egal. All das hört sich nach einer harmlosen, wenn auch exzentrischen spirituellen Gruppierung an, die sich kaum von vielen anderen unterscheidet. Aber diejenigen, die in der Nähe des Hauptsitzes der Glaubensgemeinschaft wohnen, berichten andere unheilvolle Dinge. Die Anhänger dieser finsteren Sekte sind an Straßenecken zu finden, an denen sie ihren harmlosen Nachbarn bedrohliche Blicke zuwerfen und häufig kleinere kriminelle Handlungen vornehmen, welche die Polizei weder verhindern noch angehen kann. Es wurden merkwürdige Lichter an den Fenstern des alten Hauses zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachtet. Sie verändern ihre Farbe auf unberechenbare Weise und werfen wirre, fremdartige Schatten. Vielleicht machen sie auch einfach Schattentheater. Nee. Noch beunruhigender sind die Geräusche, die aus dem mysteriösen Gebäude nach draußen dringen. Darunter sind Gesänge, unheimliche Musik und, was am schlimmsten ist, Schreie wie von verlorenen Seelen unter Todesqualen. Viele der Nachbarn der Sekte sind davon überzeugt, dass Menschenopfer oder ähnliche Gräueltaten Bestandteil ihrer Messen sind.
Diejenigen, die den Mut hatten, bei der Polizei eine Beschwerde vorzubringen, erhielten als Antwort darauf, dass aufgrund dessen, was das Haus Privateigentum ist und keine konkreten Beweise für kriminelle Handlungen vorliegen, höchstens Schritte wegen Lärmbelästigung vorgenommen werden können. Wiederholen sich die Schrecken von Salem mehr als ein... Wiederholen sich die Schrecken von Salem mehr als zwei Jahrhunderte oder später in unserer Stadt, führt diese Glaubensgemeinschaft von Yith unsägliche und kriminelle rituelle Handlungen durch, zu denen Folter und Opferungen zählen. Warum bloß wird nichts unternommen, um die Sorgen und Ängste zu nehmen, die sie der örtlichen Gemeinde zufügen? Eine anonyme Quelle bei der Polizei hat dem Globe mitgeteilt, dass der Verdacht vorliegt, dass die Glaubensgemeinschaft in einer Reihe örtlicher Verbrechen verwickelt ist, aber bis jetzt haben fehlende Beweise und das Zögern der Woser Zeugen eine Aussage zu machen, verhindert, dass offizielle Ermittlungen durchgeführt werden. Nur gut, sagen wir uns da, wenn die Polizei keine Untersuchung vornehmen kann oder wird, wird eben der Globe weiterhin im Interesse der Bürger von Boston ermitteln und furchtlos die Wahrheit hinter dieser sogenannten Kirche und ihren Anhängern aufdecken. Unsere Ergebnisse werden in den nächsten Monaten auf diesen Seiten veröffentlicht, damit alle die Wahrheit erfahren. Anmerkung der Redaktion: Der Globe muss mit großem Bedauern den Tod des Reporters Howard Addlestone mitteilen, der die Untersuchung für die Zeitung hinsichtlich der Glaubensgemeinschaft von Jesus leitete. Er ist offenbar im Hafen von Boston Harbor ertrunken. Die Gerichtsmediziner hat als Todesursache Selbstmord genannt. Unsere Anteilnahme geht an die Hinterbliebenen. Ja, so viel dazu. Also wir hatten eine Zeitung, die darüber berichten wollte. Und, ja, ging ein bisschen in die Hose. Selbstmord. Ob es nun wirklich welcher war, ist natürlich zweifelhaft, ja, aber... All these photos and clippings are of me. I just don't get it. Es wäre schon möglich, dass es Selbstmord war. Warum, sehen wir später auch noch. Weil, naja, es ist ein Horrorspiel. Kann dem natürlich gut Angst gemacht haben. So, wir haben einen anderen Schlüssel gefunden, haben wir gesehen. Und der dürfte uns... It's unlocked. ...durch diese Tür führen. Das ist richtig, genau. Ein Stöhnen oder etwas in der Art. Hört sich jedenfalls. It appears to be a private study area. Ja. Gut, it appears to be a private study area. Das muss man so machen. Gut. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. Griechisch. Und mal das gucken wir uns auch mal an. Nee, nicht da. Ah ja. Pnakotika. Dieses Manuskript sieht mittelalterlich aus, soll aber angeblich eine altgriechische Übersetzung eines wesentlich älteren Dokuments sein. Stammt aus einer Zeit, bevor es die ersten Menschen gab. Das ist lange her. Die Seiten haben Flecken, sind verblasst und in einigen Stellen verbrannt, was das Lesen erheblich erschwert. Der leserliche Abschnitte berichten über die Geschichte einer unvorstellbar weit zurückliegenden Vergangenheit. Mhm. Sie sprechen von Rassen, die so fremdartig sind, dass sie jenseits der menschlichen Vorstellungskraft sind, und von Kriegen, die über unglaubliche Zeiträume und Entfernungen hinweg ausgefochten wurden. Es ist von Konzepten die Rede, die dermaßen fremdartig sind, dass sie völlig verrückt erscheinen. Zeitreisen, fliegende Polypen, Metallprojektionen, die große Rasse von Yith. Schon vom Lesen wird einem schwindelig. Ja, also wir sehen, der Orden von Yith baut wohl auf solche Manuskripte auf, scheinbar, aber das könnte natürlich auch altertümlicher Irrsinn sein. So, gut, da kommt uns keiner entgegen. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. Ja, das ist tatsächlich ein Spiegel, wo wir uns selbst drin sehen. Genau. Und das ist ein bisschen fies gemacht, weil wenn man nämlich noch da hinten steht, da gerade hier so rumkommt und ich weiß, dass da was ist,
Ja, ich habe es beim ersten Mal, ich kann mich noch erinnern, ich habe ewig in dem Haus rumgesucht, wo es weitergeht, habe es nicht gefunden. Aber tatsächlich geht es hier durch. Und hier ist ein. Well, that's just swell. Wunderbar, also da geht's nicht zurück. Okay, wir sehen hier auch, die Erde bebt. Keine Ahnung warum, aber sie tut es. So, das hier, ich schätze mal, das ist der gewesen, der geschrien hat. Jetzt schreit er nicht mehr. Naja. Ja, ist so eine Frage, wie kommt der dahinter? Haben die den, die haben den wahrscheinlich da eingemauert. Wird dann auch mehr, sich. Ja, hier klemmt auch noch einer. Die haben die wahrscheinlich echt da eingemauert. Ich weiß nicht warum, aber... Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie sie noch... wollten sie sie nicht verbuddeln oder so. Gekachelte Wände. Leichen auf Bahren. Dead bodies. And plenty of them. Something dreadful has been going on down here. In all my time on the job, I've never seen anything like this before. Medical charts on the human anatomy. Okay, wir sehen unseren Protagonist. This sink would be used for scrubbing up. Der liebe Jack wird schon wieder nervös. It looks like the bodies have been mutilated. If my instincts are right, I'd say they've been experimenting on each other. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. Okay, das ist alles ein bisschen. Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Ja, rot und gelb, also. Ja, ich hoffe mal nicht, dass das Körperflüssigkeiten sind, weil rot wäre eine ganze Menge, was da drin schwimmt, wenn es bloß von einem ist, und gelb ist nicht. Ja, gut, essen werde ich heute nichts mehr. Okay. Das ist. Also die kommen, die ziehen hier ein, ja, wahrscheinlich, ja, okay, werden schon eine Genehmigung gehabt haben, aber... Und bauen hier so ein Ding, ja, Bottle... Okay. Warte mal, der zuckt noch. Der... Good God! What the hell is all this? Der lebt noch. Okay. Okay. Warte mal. Das sieht noch nicht aus. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. This pipe must drain the waste from his intestines. Okay. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. Okay, also wir sehen. Seine Innereien sind praktisch nicht mehr in ihm drin, ja. Und der hängt da und so cool. His beating heart. Ja, und besonders viel schlägt er nicht mehr. Aber naja, okay. The contraption above seems to be controlling his breathing. Ja, das Ding atmet viel. Looks like his stomach. Ja. Mahlzeit. Ah, oh Gott. Ja, das ist wahr. 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 Ja, Entschuldigung, sowas passiert aus, wenn beim Wahr mit der Hand wackelt. Okay. Vorher. Ah, it's too hot to pick up. Ja, so schüttelt man auch die Hand. Okay. Das hier sieht seltsam aus. Oh, shit! Man muss dazu sagen,
ich kenne das alles schon, ja, das kann man sich vielleicht denken, ja. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, vor allem, weil ich auch ein paar Testaufnahmen gemacht habe, wo das ja auch noch mit drin war. Aber ich habe mich gerade tatsächlich nochmal erschreckt, ja. okay. Jetzt the machine must have overloaded. He's dead. Okay. Er ist tot. The crystal's still warm. Jetzt können wir den Kristall nehmen. Das ist schon mal sehr gut. I've never seen equipment like this before. Ja, was ist das? Das sieht nicht irdisch aus. Okay. Ah ja, hier ist noch ein Toter. Der, so, da wo das Blut rauskommt, sah der so aus, als würde der auch mal da drin gewesen sein. Naja, gut. Genau. Ja, und vor allem, die haben, genau, was ich hier sagen wollte, als sie reingekommen sind, die haben dieses Haus da oben gemietet, gekauft, was auch immer, und da haben hier ein riesen Loch gebuddelt und den Scheiß hier reingebaut und wartet, es kommt noch dicker. This tunnel feels like it's gonna collapse in any moment. Ja, was schon, hier bauen sie so ein riesen Ding, ja, total stabil mit Säulen und Marmor und Fliesen, dann hast du alles nicht gesehen und hier so billig verbrettert, ja. Alles schon morsch und Spinnweben ohne Ende, ja, so alt. Und dass sie das mal ausbauen, auf die Idee sind sie nicht gekommen. Nicht, dass mal einer runtergeht und dann stürzt die Tunnel über ihn zusammen und die kommen nicht mehr in ihr Dings da rein. Ist doch. Ah ja. Das ist blöd, wenn man das alles schon kennt, weil dann vergisst man noch was zu erwähnen. Das sieht nämlich auch nicht besonders oder ein bisschen strange aus, ja. Nicht irdisch. Nicht irdisch. Okay. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. So, und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal auf die Tafel kommen, die wir uns oben angeguckt haben. In diesem einen Raum. Und ja, das sieht so nett aus. So, wir haben hier auf jeden Fall ziemlich geil gemacht. Also mir gefällt das voll. Das sieht irgendwie nach Giga. Nach Giga oder ja. Lovecraft weniger. Lovecraft, ich weiß nicht, ob Lovecraft sich sowas ersonnt. Ich habe nicht alles von ihm gelesen, muss ich sagen. Nur, ich sag mal, die bekanntesten Werke. Und Filme habe ich auch noch da. Drei Episoden, ist auch ganz lustig, kann man sich mal angucken. Lovecrafts Necronomicon. Genau, wer das Wort Necronomicon schon mal gehört hat, ja, das kommt auch öfters mal vor in verschiedenen Filmen, Serien, Büchern, hast du nicht gesehen, ja. Das ist eine Erfindung von Lovecraft. Wer will? Cool, das ist auf jeden Fall interessant, auch wenn man die Bücher nicht gelesen hat, ja. Ist eine schöne Sache, genau. Und diese dreieckigen Dinger, die kennen, da können wir nämlich. It looks like something's been removed from it. Genau, das müssen wir dann tatsächlich auch so machen. Knöpfchen. Wer hat's erkannt? Ja, ich sag doch, das Bild prägt euch das mal ein. Das sind diese Viecher.